Herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Schicksalsklinge für Genießer. Mittlerweile in Overtoren angekommen und wir haben jetzt auch den Nordwesten hier quasi abgegrast. Ich habe jetzt nochmal recherchiert. Ja, leider werden wir, wie ich schon so als Befürchtung, andersrum, geäußert hatte, nicht 9 Kartenstücke mehr zusammenbekommen, weil dieser Informant im Angbudiertal, wo wir im letzten oder vorletzten Video waren, der hat auch ein Kartenstück, aber man hätte irgendwie unfreundlich zu ihm sein müssen. Dann zeigt er es, rückt er es erst raus. Und das Einhorn haben wir ja auch schon wieder getroffen, was mich sehr gefreut hat, aber das kann auch ein Kartenstück bringen, aber hätte, wenn wir es jetzt nochmal treffen würden und das Stück von Iliane hätten, weil das können wir noch bekommen, dann hätte das Einhorn halt das letzte Fehlende bringen können. Von daher werden wir leider die Karte nicht ganz vervollständigen können, aber ja, kann man jetzt nichts mehr machen. So, was wollte ich hier in Overtorn? Achso, wir wollten hier nochmal in ein Wirtshaus einkehren. Ins Flühorn, glaube ich, nämlich. Mal sehen hier, Higelik. Was sagst du denn zu unseren Waffen? Die sind alle noch in bester Ordnung. Ordnung, sagte er. Na gut. Hab Dank, guter Mann. So, die Ration können wir auf jeden Fall mal ein bisschen zurechtstutzen hier. Was war das jetzt hier? Eine Seekarte, ein Empfehlungsschreiben und noch ein Empfehlungsschreiben. Und das Empfehlungsschreiben erhielt man Tronde und das hier. Ach, von Umri Siegenstein an Tiamai, das kann man wegwerfen. Schließlich haben wir da das Kartenstück bekommen. So, Alrik, du kannst hier nochmal die Wurfsterne abliefern. Das sind Wurfsterne und das ist ein Hexenbesen. Und beides nicht mehr vergiftet. Was ist denn da los? Ein vergifteter Hexenbesen? Ja. Und vergiftete Wurfsterne. So, wir müssen auf jeden Fall mal wieder Gift besorgen. Mal sehen, ist das gar hier möglich? Achso, jetzt haben wir. Moment, ich springe schon wieder wild hin und her. Was war das jetzt? Ein Dokument. Ah, das Einhorn kennt viele Möglichkeiten, dir zu helfen. Es kann sogar verlorene Gegenstände wieder beschaffen. Wenn es selbst glaubt, dass diese von Wichtigkeit sind. Dabei ist es schneller als der Wind. Ja, vielen Dank. Das ist das sogenannte Einhorn-Dokument. Das hat uns sehr geholfen, aber ist nicht mehr nötig. Schließlich haben wir das Einhorn nochmal wieder getroffen. Bei der Schleuder, das wollte ich euch nochmal ganz zeigen, ist ganz lustig. Ich glaube, die könnte sogar ein Magus nutzen, aber es gibt dafür keine Munition. Von daher ist das leider unbrauchbar. Ach ja, Expurgicum. Stimmt, wir können nochmal irgendein Gift brauen. Das wäre doch nochmal was Gutes. Dann können wir doch mal die Schleuder hier bei dem Waffenhändler veräußern. Ein Dukat. Die schenken wir, also ohne zu handeln, übergeben wir die ihm hier sogar. Vielleicht hat er ja einen Liebhaber, der damit was anfangen kann. So, nochmal schauen, nebenan nicht zufällig eine Kräuterhändlerin? Nein. Natürlich nicht. Kräuterhändler sind ja rar gesät, was ja an sich auch schlüssig ist. Wow. Ganz schöne Ausmaße hier. Und dann gesäumt von 2 Tempeln. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Aufbau. So, das Füllhorn ist geöffnet. Ich glaube, wir werden hier mal speisen. Hausmannskost, das ist doch positiv. Nicht schlecht besucht. 6 Bier. Danke und ja, ihr kennt euch doch hier aus. Nichts Spezielles. Ich sag nur eins, wenn es euch richtig schwer erwischt hat, fahrt am besten nach Tianzet. Meister Morian ist der einzige Medikus weit und breit, der sein Handwerk wirklich versteht. Ja, Travin bedankt sich, weil das kann ja mal nützlich sein. Darf ich euch einfach ein Bier einladen? Jurge Islivsson. Von hier aus laufen üblicherweise Schiffe nach Chaisingur, Tianzet, Vizan, Brentil, Lisko, Rovik und Manrin. Na, das ist eine
keine schlechte Auswahl. Discord wäre, glaube ich, nicht schlecht, aber... Ja, jetzt mache ich eine Runde für alle und einen für euch, guter Mann. Hab Dank! Na, dann verlassen wir die Wirtschaft hier mal. Lanier hat ordentlich einen im Tee. Und, nee. Das wollte ich nicht. Eigentlich dachte ich, dass das das richtige Etablissement sei, aber scheinbar nicht. Ist es hier Malrix? Netter Name. Mit dem schönen, naja, Asi-Apostroph. Denn die, ich weiß, dass es früher auch mal gängig war im Deutschen, aber naja. Ja, gerammelt voll und mit ein paar Informationen können wir uns dienen. Ja, und haben nicht alle anderen auch Durst. Und noch ein für euch, guter Mann, hab Dank. Na, und wieder was zu essen. Kräftige Mahlzeit, schmeckt sehr gut. Ha! Also was ich eigentlich euch hier zeigen wollte, ihr kennt euch hier aus. Starkart, Waffnan, Zons, Laden in Orbi bildet ein Sammelsurium der kuriosesten Waren. Doch sehr. Da ist er ja. Ist nämlich ein NSC namens Kurian. Während ihr euch noch grübelt, was ihr in dieser Kaschemme eigentlich wollt, genau, jetzt wissen wir es wieder. Wir wollen Kurian treffen. Fällt euer Blick auf einen Ecktisch, an dem ein grau gekleideter Mann, offensichtlich ein Zauberer, seinen Wein schlürft. Auch er hat eure Blicke bemerkt, erhebt sich und kommt zu euch herübergeschlendert. Kurian, mein Name, Kampfseminar Andergast, Adeptus Exemptus. Ihr benötigt magische Dienste? Da ist doch ein Haken dran. Vielleicht der Preis? Kein Haken, meine Freunde, und auch kein Preis. Ihr seht wie reisende Abenteuer aus und ich hätte Lust, wieder ein wenig zu reisen. Benötigt ihr meine Dienste? Ja, das Kurian ist ja ganz sympathisch und will auch nichts haben, warum auch immer. Die Beute ist reichhaltig, auch so, oder wäre. Das Problem ist halt, ja, NSCs, die Abneigung bleibt. Und hier bei Kurian speziell, er wird halt immer mit Magie dann eingreifen und irgendwie Ignifaxi werfen oder irgendwas und ist dann nur Konix leer gezaubert. Er ist, glaube ich, ein Kampfmagier Stufe 9, also an sich hat er auch nicht Wumms. Von daher, ach nein, lieber nicht. Und dann, ohne Kommentar, ist auch weg. Und eine Frau, Gundrid Oldridsdotter. Zu Fuß kommt ihr hier nicht weg. Da müsst ihr euch schon ein Schiff suchen. Okay. Und Lanje ist noch betrunkener als zuvor. Dann banken wir mal hier zurück ins Güldenland. Na, das ist doch herrlich. Aber da bewegt sich das Essen auf dem Teller, das Güldenland. Und dann wollen wir mal hoffen, dass hier ein Schiff abfährt. Discord ist wunderbar. Lass, dann bringt uns doch bitte nach Discord. Wir tuckern einmal hier runter und dann werden wir hier wieder von Toss Richtung Rübern reisen. Zalib hängt über der Reling. Nanüchen. Und dann jetzt nochmal hier die letzten ja, Kerker, Verliese, Höhlen und so weiter, die es zu erkunden und erobern gilt, uns vornehmen. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle einen NSC haben wir, glaube ich, irgendwo vergessen, aber ich weiß jetzt nicht mehr welchen, aber ich habe euch zumindest die meisten potenziellen NSCs gezeigt. Die sind zum Beispiel auch nützlich, das kann man nochmal dazu sagen, wenn man hier Solo Schicksalsklinge spielt oder Solo NLT, also Nordland-Trilogie. Da gibt es ja auch einige Verrückte, die das schon richtig ausgereizt haben. Also sogar der selige Zecher, sogar ein Magier ohne Magie anzuwenden, also das ist das sogenannte Gelehrten-Solo. Das hat auch ein sehr guter Kenner hier der NLT aus Christus CSA Forum schon gemacht. Das ist ganz interessant, wenn ihr euch damit mal auseinandersetzen wollt. Zum Beispiel ein Solo mit dem Elfen soll gar nicht so schwierig sein. Würde mich vom Prinzip ja auch mal reizen. Aber auf jeden Fall jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht noch ein Let's Play hier nachschieben. Solo 11. Ich glaube, dass, ja, wenn euch das reizt, wie gesagt, könnt ihr das alleine machen. Solo Zwerg soll auch recht gut möglich sein, weil es geht ja da, man muss dann halt gucken, ne? Man muss Reisen überstehen, man muss Schlösser knacken können und auch natürlich viele Kämpfe.
sei es mit direkt mit Rüstung kontern oder mit Armatrutz oder ähnlichen Sachen. Ja. Okay. Ich glaube, ich hatte nochmal gehofft, hier eine Kräuterhändlerin zu finden, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wollen wir jetzt einfach mal aufbrechen. Hier kommen wir nicht durch. Falscher Wegweiser. Oder Moment. Nee, nach Toss wollen wir. Ich habe hier immer die Karte liegen. Falls ihr euch gewundert habt, die Torwahlkarte. So. Nee, Tianzet auch nicht. Hä? Da nicht? Hier unten? Doch, hier. Ah, okay. Wie war das in Toss? Gab's da einen Kräuter? Einen florierenden Kräuterhandel? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Dann, auf nach Rybon. Nein, wir wollen nicht mit Harpien kämpfen und dankenswerterweise lassen sie uns auch in Frieden und Salib kann mal was zu beißen besorgen. Irgendwie ist ihr Inventar so verdächtig aufgeräumt, aber nun denn. Wow! Die Zaubersichel hier wieder unleashed. So, jetzt Trick 17, wir erkunden den Pfad. Wir untersuchen die Ruine. Nein, wir haben uns anders überlegt und wir kommen rüber und an. Hier gibt es ja gar keine Händler, oder habe ich hier nur noch nicht genügend Erkundungsschritte unternommen? Dann eben auf nach das Boot da. Auf dem schmalen Pfad kommt euch eine Gestalt entgegengetorkelt. Ihr wollt schon dem Betrunkenen freie Bahn geben. Das ist noch eine Frau. Ja, als ihr feststellt, dass es sich um eine Frau handelt, die nicht etwa berauscht, sondern schwer verwundet ist. Sie blutet aus mehreren Schwertwunden. Na, die Arme. Noch bevor ihr etwas unternehmen könnt, hat sie Nahema an der Schulter gepackt und stammelt ihr ins Ohr. 10 Meilen hinter Rybon, der das Puterschatz, Estorik, das Schwein. Alles voller Fallen. Ah! Bluthustend bricht die Frau zusammen und stirbt. Eine Durchsuchung der Leiche bringt keine weiteren Informationen zutage. Wollt ihr? Natürlich beerdigen wir die Abenteurerin und... Achso, man kann gar nicht umdrehen. Ah ja, okay, das war mein Missverständnis hier. So, die Gruppe ist durstig hier. Mach mal was. Wie sieht's kräutermäßig aus? Ein Tanelchen. Na gut. Da sind wir schon wieder. Die Leute hier im Ort, die zweifeln auch an unserer Zurechnungsfähigkeit. Ständig hin und her reisend. Na komm, wir nehmen mal eine Nacht hier im vernünftigen Wirtshaus Unterschlupf und jetzt geht's weiter. Und dann wollen wir gucken. Ihr seid jetzt etwa 10 Meilen nördlich von Rybon, soweit ihr dies beurteilen könnt. Irgendwo hier müsste ein Zeichen zu finden sein, dass hier der Despoterschatz liegt. Aha, hier kann man Schleifspuren entdecken und beim zweiten Hinsehen auch Blut an einigen Zweigen. Nach nur wenigen Schritt erkennt ihr ein Weidengeflecht, das nur sehr schlecht einen Höhlengang verbirgt. Die Tarnung entfernen und in die Höhle eindringen. Und Lanier übernimmt mal wieder die Führung.
und Piraten. Auf sie mit Gebrüll. 12-8. 8-13. Wow, das ist ja schon mal nicht schlecht hier. Körperkraftzuschläge kommen langsam richtig zur Geltung bei Alrik. Und wie sieht es hier bei Chalkis aus? Na gut, 13 bis 18. Die Dasbuta-Orgnase hier wieder eingesetzt. Diesmal für, um den Dasbuta-Schatz zu erobern. Und Travin! Die Nahkampfmaschine. Wow, 15 mit normalen Schlägen. Oh, der Alrik patzt schon wieder. Irgendwie ist dann. Irgendwie hat er wirklich so eine kleine Patzneigung, der Alrik. Er ist ja ein Held. Oder ein Held im Werden, aber er patzt auch gerne. Und da ist der zweite, der gerne Patze einstreut. Und ein Amulett. Das, gucken wir uns natürlich nachher nochmal genauer an. Das ist ein Rapier. Das ist ein vergiftetes Rapier. Wie wäre es denn mal mit dem Vergifteten? Hier steht ein großes Bierfass. Leider ist es noch nicht angezapft. Und heben könnt ihr es auch nicht. Es bringt euch genau genommen also keinen Schritt weiter, außer dass es euch im Moment aufhält. Okay, da hatte der Autor hier mal einen richtig lustigen Moment. Nun denn, ein Schlafraum mit ein paar Pritschen. Nee, wollen wir nicht genauer. Wir sind hier auf der Suche nach anderen Sachen. So, auf sie mit Gebrüll. Wow. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, 21 Dukaten, gar nicht so schlecht. Und ein Schatztrüli. Wenn man ehrlich ist, ist da nichts so richtig bei, was wir brauchen können, ne? Naja, dann geht's weiter. Lani und Chalkis waren von Armbrustbolzen getroffen. Jetzt könnt ihr auch die Löcher in den Wänden sehen. Na gut. Vor euch scheint der Boden einige, zu regelmäßige Ritzen aufzuweisen. Wollt ihr die Sache untersuchen? Ja. Offensichtlich ist vor euch auf dem Boden eine Falltür. An der Wand hinter euch entdeckt ihr jetzt auch einen losen Stein, hinter dem sich ein Hebel verbirgt. Wollt ihr den Hebel heben? Ja. Bewegen? Ja. Ihr hört ein leises, schabendes Geräusch an der Falltür. Wunderbar. Mehr durch Zufall als Absicht entdeckt ihr ein Geheimfach. Als ihr es vor sich öffnet, findet ihr eine kleine Kiste, in der sich ein goldener Schlüssel und 30 Dukaten in Gold befinden. Ah, wollt ihr die Sachen an euch nehmen? Sehr gerne. Das ist doch... Irgendwie... Kriegen wir das hier nicht auf? Oder muss man hier nochmal an den... Ne, Moment. Muss man hier nochmal an den Hebel dafür ran? Joa. Irgendwas funktioniert hier nicht. Oh. Travin. Vorrammen. Was ist denn das? Oder muss ich hier den goldenen Schlüssel für tragen als Anführerin der Gruppe? Nö. Na gut, dann wird Travin mal wieder die Stirn hier an das Tor legen oder die Tür und die Macht des Transversales entfalten. Und warum auch immer kann Chalkis sich nicht bewegen. Das ist ungünstig. Aber dann stürmt halt hier der beste Kämpfer unserer Gruppe, aka Travin, nach vorne und lässt sich hier gleich mal einen kräftigen Hieb verpassen.
So, Gegenstand wegwerfen. Ah, hier ist doch irgendwas faul. Wow, ah, okay, ist ja auch vergiftet gewesen. Na gut. Wie sieht's hier eigentlich aus? 7,15. Oh, ist gar nicht so schlecht. Ich denke, es kann sich wieder bewegen. Reika. Kommt aber wahrscheinlich zu spät hier. Ja. Da sind sie schon wieder alle hinüber. So, Travin kann hier sich mal um die Wunden der Damen kümmern. Daniel wechselt hier mal auf die Wurfsterne. Zalib hat noch genug Wurfsterne. Ach, Travin selber könnte auch noch mal ein paar Heilkräuter gebrauchen. Lanier wird von mehreren Armbrustbolzen durchsiebt. Autsch. Und ist ja noch irgendwie so angeschlagen, dass sie erstmal strauchelt beim Knacken des Schlosses. So, dann wollen wir mal gucken, wie es hier unten weitergeht. Vor euch scheint der Boden eine andere Färbung zu haben. So, als ob die Steine erst in jüngster Zeit eingesetzt wurden. Wollt ihr den Boden untersuchen? Als sie auf den Knien herumrutscht und das Geheimnis des Bodens zu ergründen sucht, gibt dieser plötzlich unter Lanier nach und sie stürzt in eine sperrbewehrte Grube. Mit mittelschweren Verletzungen am ganzen Leib gelingt es ihr jedoch, die Grube wieder zu verlassen. Eieiei, die Arme. So, die wird ja auch nochmal kurz ein bisschen aufgepäppelt und die Wunden werden versorgt. Auf die Piraten! Travin wieder an erster Front. Es ist wirklich rätselhaft, noch in welcher Reihenfolge hier die Initiative vergeben wird, weil Travin steht hinten in der Gruppe, hat auch nicht den höchsten Mut, aber irgendwie vom Gefühl her sprintet er in jedem Kampf als erster nach vorne. Er, wohlgemerkt, der eigentlich ein überzeugter Pazifist ist, aber so viel ist vom Pazifismus. Nicht mehr übrig, scheinbar. Hier, die Nordsand-Trilogie macht alle zu Schlechtern. Oder so ähnlich. So. Piraten! Ihr Lumpen! Der Erste will fliehen und er schafft es. Oh nein, nicht, dass er seine Kameraden warnt hier. Oh, der Zweite wird dafür zu Brei gekloppt. In dieser Truhe hat es nur einen Berg Bücher. Es handelt sich hierbei um Aufzeichnung der Beuteeinnahmen von Piraten, die in einem Nest namens das Boter hausen. Hahaha. Diese Bücher sind allerdings schon Jahrzehnte alt und damit für euch völlig wertlos. Na gut, dann... Oh, jetzt war hier wieder irgendeine Falle, sie kann sich gerade noch zur Seite werfen, bevor die Scheibe kurz vor dem Boden stoppt und wieder in einem kleinen Schlitz in der Decke verschwindet. Indiana Jones lässt grüßen. Drei Piraten kommen auf euch zu. Einer der drei, der mit der imposantesten Gestalt, scheint der Anführer zu sein. Hier ist euer Weg endgültig zu Ende, ihr Diebe. Uns bestiehlt niemand ungestraft und ihr am allerwenigsten, wettert er los. Und da kicken wir mal, ne? Dann kicken wir mal. Das ist nämlich der verruchte Estorik. Und Estorik stürmt hier auf die arme Nahema zu. Wird jetzt aber hier von Eirik schon mal beschäftigt. Und von dem aufstrebenden Stern hier am Nahkampfhimmel, Travin. Oder auch nicht. Wie schmeckt dir denn die Daspota-Orgnase, du Daspota-Oberhäuptling oder so ähnlich? So, Wurfstern auf... Benutze Wurfstern mit Pirat. Ja.
Benutze Orknase mit Estorik. Jo. Benutze Großvater Schwert mit Estorik. Benutze Zauberstab mit Estorik. Benutze Pfeil und Bogen mit Estorik. Oh. Benutze Pfeil und Bogen mit Pirat. Benutze vergifteten Wurfstern mit Pirat. Hey! Was haben wir denn hier? Ein Schneidzahn. Benutzen wir auch nicht. 42 Abenteuerpunkte. Das ist noch nicht schlecht. Und wenn sich hier nicht der Das Butterschatz verbirgt. Ja, endlich habt ihr den berühmten Das Butterschatz gefunden. Ein ganzer Haufen schillernder Goldstücke, Geschmeide und anderes Kleinzeug, das die Piraten von Das Butter zusammengeplündert haben, liegt vor euch. Das Geld in Höhe von 500 Dukaten, uiuiui, steckt ihr natürlich sofort ein, bevor euch über den Rest hermacht. Ein Kettenhemd, und Goldschmuck und Tränke und ein Elixier. Na, wunderbar. Jetzt kommt ein, zumindest für mich, spannender Moment. Und zwar ob das Kettenhemd auch von einem Gaukler benutzt werden kann. Und nein, das ist leider nicht der Fall. Okay. So viel zu der großen Spannung hier. So, die Zaubertränke, die nimmt sich mal hier der Travin und ja, die Gruppe ist gut beladen mit Plündergut, sie ist steinreich und Travin wird dann mal wieder seine Kunst hier aufblitzen lassen. Und ein zweites Mal. Und er entkorkt hier nochmal mit einer lässigen Geste ein Tränklein. Und Landje genehmigt sich ja auch nochmal ein Heiltränklein. Und ab dafür. Ihr verlasst diesen finsteren Unterschlupf und macht euch erschöpft wieder daran, den Weg nach Toss fortzusetzen, wo wir dann auch wenige Stunden später in Lichtgeschwindigkeit ankommen. Gut, dann, auf irgendwie, jetzt, wir müssen hier erstmal unsere Beute begutachten. Nein, die Tosselschenke. Und uns ein wenig in einem vernünftigen Wirtshaus ausruhen. So ist das nämlich. Travi muss noch ein bisschen meditieren. Kann sich auch noch mal einen Heiltrank reinpfeifen. Den Schlüssel, den brauchen wir nicht mehr. Der Schatz ist Fujikato. Starker Heiltrank. Gegengift, Heiltrank, Heiltrank, starker Heiltrank, Heiltrank. Und das ist ein Gegengift. Körperkraftelixier, das ist doch was für Jaiges. So. Ach ja, Travin möchte noch mal kurz eine Analyse hier auf das Kettenhemd machen. Tut mir leid, ich kann nicht sagen, was für ein Zauber hier angewendet wurde. Na, dann reicht das Ding doch mal weiter hier. Jaiges schlüpft hier gleich mal rein. Nö. Das ist, geht nicht. Denn dann wird sie hier in ihrem eigenen Zimmer sich mal entkleiden und hat vorher das Kettenhemd reingereicht bekommen und kann es immer noch nicht tragen. Dann wollt ihr vielleicht einige Pfeile ablegen, gute Frau. Und
kommt jetzt nochmal das Kenham probieren. Jawohl. Und ich glaube, es war jetzt eine Erhöhung des Rüstungsschutzes um 2 Punkte, weil das dieses traumhafte Kettenhemd hier behindert, genau, behindert nur wie ein, also Behinderung 3 oder 2 und hat aber einen Rüstungsschutz wie ein Schuppenpanzer, also 5. Ja, dann ist jetzt die wie heißt das, die große, wie ist das, Metalleinheit aus Baldur's Gate, ist hier quasi komplett Rüstungsschutz 12, das ist glaube ich das Maximum, was man erreichen kann. Und das nur bei ziemlich guten Werten. So, das ist also hier ein wandelnder Eisenberg. Gut, dann ein letztes Mal zurück hier nach... Nee, aber lieber die Wildnisfachfrau hier an die Spitze. Und weg von den Harpien. Und vielleicht nochmal was zu trinken und zu beißen auftreiben. Jawohl. Oh. Na gut, dann. Und wir sind auf einmal auf magische Weise in Rüborn angekommen. So. Dann können wir hier abspeichern. Und noch ein letztes Mal nach das Puta reisen. Und von hier aus Hafen gab es hier glaube ich nicht. Die rücken ja immer nur aus für Beutezüge. Dann wollen wir nochmal nach oder hier? Ja, dann können wir. Weil ich eigentlich gerne erstmal. Nee, lass uns nochmal nach Warnheim und nochmal kurz einen Torwall vorbeischauen, dass wir nochmal richtig hier die Ausrüstung vervollkommnen und dann. Ist denn hier der Wegweiser? Guten Tag, Meister. Können wir... Okay, ich wollte jetzt hier nicht einen Kampf anfangen. Ein Alraune, wow. Hier irgendwo am Ufer. Na dann, wir grüßen den Jäger. So richtig gefährlich ist das ja nicht mehr. Ach, hier sieht's auch gut aus. Stimmt, das war ja quasi das Versorgungslager hier für fürs durch das Puta, sich durch das Puta prügeln. Dann wollen wir hier mal eine gepflegte Nachtruhe einlegen. So, und jetzt nochmal gucken. Also auf jeden Fall nochmal die Kräuter durchgucken. Ein bisschen Geschmeide und sowas verkaufen. Eine Markt ist auch. Ja, ist ja wunderbar. Wunderbar. Warenheim. Jo. Also hier. 65 Dukaten. Wow, das ist wirklich ein Prachtstück. Die Orknase wird irgendwie, glaube ich, nicht richtig eingestuft. Archalges verkauft jetzt auch mal einen Schneidzahn. Irgendwie wendet sie den ja eh nicht. Also benutzt sie den ja eh nicht. Und ihre alte Krötenhaut kommt weg. Hat hier gute Dienste geleistet, aber wird jetzt tatsächlich nicht mehr benötigt. Dann nochmal schauen, was der Kräuterstand hier so zu bieten hat. Beziehungsweise welche Preise aufgerufen werden. Mal ein bisschen die Tanelen ausmisten. Boah, das sind keine so schlechten Preise hier. Weg
sei mir gnädig, aber kleines Entgegenkommen, wir haben fast 2000 Dukaten. Wow. Können wir doch erwarten. Und Arax-Gift, da wollen wir nochmal die Damen hier vernünftig ausstatten. Und den Krämerstand. Moment, erstmal. Ah, super, sie hat wieder 7 Bewegungspunkte. Perfekt. Oh, Alraunen können wir auch noch mal ein paar verkaufen. Das, so viel brauchen wir da auf jeden Fall nicht. Moment, dann wechseln wir noch mal zum Kräuterstand. So, jetzt geht's zum Krämerstand. Lanier hat ein nicht vergiftetes Rapier. Jetzt hat sie hier noch ein, hat sie ein vergiftetes und ein vergiftetes Ersatzrapier. Ja, und vergiftete Wurfsterne. Gut. Salib hat vergiftete Wurfsterne und einen vergifteten Hexenbesen. Super. Gut. Der Goldschmuck, der kann weg. Diese verirrte Weinflasche hier, die kommt mal auch weg. Moment, was ist das denn noch hier unten? Nochmal Arax-Gift. Damit möchte sie ja nichts zu tun haben. Den Goldschmuck, der kommt weg. Die ganzen leer gepichelten Giftflaschen hier. Gut. Wow, die Pfeile wiegen ja auch echt ganz schön was, ne? Jetzt haben wir hier ein Mut-Elixier und ein Körperkraft-Elixier. Gut, dann, was kann das Amulett denn? Kurz hier ein Odem, ein nicht magisches Amulett, dann ach das, aber das möchte, sie hat ja schon 2 Amulette. Hat mir die eigentlich untersucht beide? Würde sonst gerade sagen, das hätte sie gerne behalten, aber sie hätte ja schon 2 wunderbar funkelnde. Gut. Ich denke, das sollte reichen mit den Vorbereitungen. Und dann können wir jetzt übersetzen, um diesen Tempel des Namenlosen auszuräuchern. Ja, nach Lasterhall wollen wir. Kostet nichts. Warum kostet das nichts? Warum nehmt ihr hier immer
meine, wir sind hier Helden und wollen euer Land retten oder so, aber eure Region retten. Aber irgendwie könnte man vermuten, dass man auch mal was zahlen muss. Nun denn, es ist ein freundliches Spiel. Haus Jalland. Wo bitte geht's denn hier zum Tempel des Namenlosen? Irgendwie will diese Frage bei Passanten hier keine rechte Antwort liefern. Also nehmen wir den Rundweg um Jastal. Und das ist wieder so typisch, hatte ich glaube ich schon gesagt, dass wenn hier so Personen sind, die man treffen kann, der Ritter, der Jäger, es gibt noch irgendeinen Streuner oder sowas zu Richtung Fexher, den werden wir vielleicht nachher nochmal treffen. Dann ist das immer der Hinweis, dass es da was gibt. Was gibt's denn hier für Gefahren? Nein, hier war es immer ruhig. Außer unseren Piraten gibt es hier keine Seeräuber und Monster hat es hier auch nicht. Nur einen Tag weiter im Süden, da geht es einmal im Monat um. Immer bei Vollmond kann man aus einem alten Stall ein fürchterliches Geheul hören, als wenn ein Chor der Verdammten dem Herrn des Todes sein Leid klagt. Das klingt ja genau nach einem schönen Ausflugsziel. Dann wollen wir mal dorthin eilen. Mal vorher die Gruppe verpflegen. Links vor euch führt ein schmaler Pfad zwischen Felsklippen hindurch auf einen kleinen Hügel. Den Pfad verfolgen. Ihr steht vor einem verwitterten Feldstall. Im Innern führt eine Treppe nach unten. Hinein. Dies sollte der Tempel des Namenlosen sein, oder nicht? Ihr steht vor einer Statue aus schwarzem Stein, die einen gesichtslosen Mann darstellt. Es scheint sich um eine Repräsentation des Namenlosen zu handeln. Die Statue zerschlagen. Mit wuchtigen Hieben zerstört ihr das blasphemische Abbild des namenlosen Gottes. Und das hat hier gleich die ersten Wächter auf den Plan gerufen. Dann macht sie mal nieder. Traben wir ihn wieder. Und ja, so geht das hier. Zack, zack. Ha! 54 Abenteuerpunkte. Nicht schlecht. Die hatten auf jeden Fall keine Zeit, hier ihre Gefährten zu warnen. Entlang der Wand des Ganges sitzen ein halbes Dutzend in Kutten gekleidete Kultisten. Oh. Als sie euch bemerken, springen sie auf und greifen euch an. Einer von ihnen versucht zum Gangende zu fliehen. Aha. Welcher ist denn? Wer versucht denn jetzt hier zu fliehen? Das können wir nicht zulassen, weil falls du fliehen solltest, du bist versteinert. Falls du fliehen solltest, du bist nicht tot. Okay. Oh, Zalib muss hier einen üblen Treffer einstecken. Kann sie auch nicht revanchieren. Wow, noch einen üblen Treffer. Ach der, ah okay. Ja, ich war jetzt kurz irritiert, weil man ja häufig Krieger in der Gruppe hat und den konnte man jetzt fälschlicherweise auch als Krieger einsortieren. Komm, Travin, ich brauch dich. Ah, ist jetzt natürlich blöd, wenn ich Zalib jetzt einsetze, dann versperrt sie den Weg und wenn sie nicht trifft... Ach, Mist! Okay, das war die letzte Chance. Na gut. Verstehen auf jeden Fall keinen Spaß hier. Aber Travian ist auf unserer Seite, dann werden wir auch diese
Gefahr überstehen, aber das ist natürlich ärgerlich. Oh, was wollte ich nicht? Da siehst du, er zeigt sie mir wieder. So. Na, der nächste flieht ja auch. Und da konnten wir gar nichts machen. Also von daher sollte das jetzt keine dramatische Situation nach sich ziehen. Oha. Er will auch noch fliehen. Das gibt's doch nicht. Jawohl. 84 Abenteuerpunkte, nicht schlecht. So, Travian wird sich mal hier die schon ziemlich schweren Verletzungen. Hä? Achso, nee, andersrum. Travian wird sich die ziemlich schweren Verletzungen von Zalib mal ansehen. Oh, Lanje steht kurz vorm Stufenaufstieg, fällt mir gerade nur ein. Zalib steht noch kürzer vorm Stufenaufstieg. Moment. So. Vergiften. Flasche gegen die Wand werfen. Vergiften. Und Flasche gegen die Wand werfen. Hier führt eine steile Leiter durch einen engen Schacht nach unten. Wollt ihr hinunterklettern? Ja. Vorsichtig klettert ihr einer nach dem anderen in die Tiefe. Und die Statue hier, die zerprügeln wir. Wo sind wir denn hier jetzt? Nein, wir wollen nicht in die Höhe. So, die könnt ihr euch mal kurz vornehmen. Man könnte fast vermuten, dass jedes Mal, wenn wir eine Statue zerkloppen, hier wir Anhänger des Namenlosen auf uns aufmerksam machen. Aber das ändert nichts daran. Und die schießen hier wild mit den Bögen durch die Gegend. Aber wir können das auch. Das ist noch ein bisschen tödlicher, was wir hier durch die Gegend schleudern. Don Travian wieder, stellt sich wieder perfekt der Meistertaktiker in den Schussweg und zwingt hier seine Gefährtin in den Boxkampf. Es ist ein Traum. Darauf erstmal eine Einbeere hier für unseren besten Mann. Denn hier ist irgendwie der Weg versperrt. Tja, dann nein, wir wollen nicht nach oben. Ihr habt es eurem ausgeprägten Gefahreninstinkt zu verdanken, dass ihr eine Fallgrube vor euch entdeckt. Vorsicht, umgeht ihr sie, ohne dass einer in der Gruppe Schaden nimmt. Das ist doch schön. Und wir zerkloppen mal wieder eine Statue, was wahrscheinlich dazu führt, dass wir gleich angegriffen werden. Genau. Oh, Lanyes erstes Rapier ist kaputt gegangen. Das ist natürlich toll, weil hier auf jeden Fall noch Situationen kommen, wo mit Eisenrost auf uns eingedrungen wird, aber ein vergifteter, das ist glaube ich das Schräge, ein vergifteter Rapier, der ist immer noch ziemlich wirksam. Oh, was war es jetzt? Hier ist eine Geheimtür, achso. Und kann immer noch eingesetzt werden. So, aus dem Boden schießen plötzlich dutzende kleine Amboss-Bolzen empor. Chalges wird von einem
Bolzen getroffen und trägt mittelschwere Verwundungen davon. Alrik, Nahima und Salib und das ist mittelschwer. Okay. So, Talent anwenden, Heilkunde Wunden auf. Ich heilge es. Talent anwenden, Heilkunde Wunden auf Alrik. Auf Nahima. Oh, da hat er sich mal revanchiert für. Die ganze Quälerei, als er hier zweimal mit sich Wundfieber zugezogen hat. So einen kleinen masochistischen Impuls, dem hat er da mal nachgegeben. In der Truhe liegt ein großer, auf nachtschwarzem Samt gebetteter schwarzer Kristall. Von ihm geht eine spürbare Aura des Bösen aus. Wollt ihr den Kristall zerschlagen? Ja. Mit Destructivo von Travin. Langsam bilden sich haarfeine Risse auf der Oberfläche des Kristalls und dann zersplittert er in unzählige Fragmente. Die Aura des Kristalls verschwindet auf einmal und übrig bleiben nur ein Berg kleiner Scherben in einer lumpigen alten Truhe. Na wunderbar. Und Landi hat eine neue Stufe erreicht. Das heißt, Salib hat glaube ich auch eine neue Stufe erreicht. So, was machen wir jetzt denn hier bei der guten... ich glaube, wir erhöhen mal die Intuition. Und wir senken einmal die Neugier. Und Lebenspunkte 6. Traumhaft. Okay, das war jetzt nicht so traumhaft. Aber immerhin. Und Stichwaffen bitte. Na komm. Jawoll. Parade darfst du mal erhöhen. Sehr schön. Und jetzt nochmal Schlösser. Taschendiebstahl. Schlösser. Ja, Fallspiel. Schlösser. Komm. Nee. Dann klettern, ja. Schwimmen. Schwimmen. Na. Ja, und da ist die Salib. Was machen wir bei Salib? Die steigert die Gewandtheit. Und Raumangst, senken wir. Nein, und schöner Wurf jetzt. 3 Punkte. Pff, das ist echt eine Gurke. Na gut. So, Heilkunde Gift. Nachdem sie hier ständig mit Giften hantiert. Ne, da hat sie jetzt hier ein Ziel erreicht. Magiekunde, ein bisschen was gelernt. Klettern. Schleichen. Zechen bei den ganzen Eskapaden hier. Schleichen. Feilschen, ja. Feilschen. Feilschen? Feilschen? Nein. Lügen. Und, Betören, ja. So, Verwandlung beenden. Beherrschung brechen. Große Gier. Große Gier, nein. Sanftmut, ja. Krähenruf, nö. Acceleratus. Hexenspeichel. Tiere heilen, jo. Adlerauk. Radau. Scharfes Auge, stimmt. Das könnte sie auch mal einsetzen. Ne? Und Fulminictus. Und Armatrutz. Ach ja, Hexenknoten. Auch noch keinmal eingesetzt. Upsi. Ja, auf 10. So, und jetzt kann sie auch nochmal Verständigung. Hexenblick haben wir auch noch. Vielleicht noch nicht mal gesteigert. Erschütternderweise. Na gut. Boah. Dann lasst mal hier die... die Heiltränke spielen. Mal einen starken Heiltrank für Travin. So. Ein Gegengift hier für Chalges bereitlegen. So. Dann,
Was machen wir nun? Dann gucken wir hier nochmal weiter. Und zerkloppende Statue. Ui, was ist das da? Ein Priester des Namenlosen, der gleich versucht, hier irgendeine verderbte Liturgie zu werfen, und Travin hat freie Schussbahn. Fulminictus! Zur Begrüßung. Eirik stürmt vor. Nahema wirft sich hier dazwischen und Fulminictus! Jawoll! Das war doch mal fast schon ein Blatt. Blattfulmen. Waffe wechseln. Achso, ja, weil es zerbrochen ist, aber wie gesagt, da ist Gift drauf, da kann man noch mit drauf kloppen. Hä? Ah. So, Travin wird hier mal ein Tränklein an seine Lippen setzen und Lanier wird hier mal mit dem Rapier versuchen, einen Treffer zu landen, was hier nicht gelingt. Dann fliegt die Orknase durch die Luft, jawohl. Und Großvaters Schwert. So, Travin ruht sich aus, das wird nicht der letzte verderbte Priester hier des Namenlosen gewesen sein. Und da ist der Todestreffer hier mit dem vergifteten Rapier geglückt. Wir nehmen mal das Schwert hier mit. Bin mir nicht sicher, ob man hier sich mit der Kleidung auch irgendwie tarnen konnte, aber für alle Fälle wird Eirik mal noch ein extra Schwert an sich nehmen. Oh ja, das ist ja schon wieder ein ganz schöner Trupp hier. Wow! Die, wie gesagt, verstehen hier wirklich keinen Spaß. Die langen kräftig zu, aber das können wir auch. Siehst du? Und das abgebrochene Rapier des Todes. Aber groß war das Schwert hier wieder. Und die das Butterorgnase, nö. Aber so ein Wurfsternchen in Ehren, das kann niemand verwehren. So, Travin konzentriert sich. Hier, wie gesagt, befürchtet er noch härtere Auseinandersetzungen mit den Dienern des Namenlosen. Der Todeskreisel mal wieder hier, der Todesfernkampfkreisel. Oh, da will einer sich aus dem Staub machen. So nicht. Jawohl. Und das war's. So, nochmal gucken.
Mal sehen, wie sieht es jetzt hier mit dem Rapier aus? Soll immer noch vergiftet sein, okay. Na gut, dann können wir hier uns ja noch weiter vorarbeiten. Ein Hebel in der Wand. Wollt ihr den umlegen? Joa, ein leichtes Klicken verrät euch, dass der Hebel irgendeine Wirkung hat. Na, das ist ja schön. Statue zerprügeln. Statue zerprügeln. Und Anhänger des Namenlosen niedermetzeln. Gut. Ach, hier geht's eigentlich hoch. Na gut, Travin, dann penetrizialisiere mal und teleportiere immer bitte die Gefährten. Und wir zerprügeln hier gleich die erste Statue. Und ein großer Raum, da wartet normalerweise ein großer Kampf. Ja. Was haben wir denn hier? Wir haben zwei Priester des Namenlosen. Ah, Mist. Und wir haben einen Bewegungspunkt zu wenig. Oh, und wir haben hier wieder einen knackigen Einstieg. Hektische Betriebsamkeit hier. Wow, oha. Travin ist hier in die Zange genommen. Man versucht, Zalib ihm mal mit einem. Hä? Nee. Waffe wechseln. Einem gezielten Wurfstern hier frei zu schaufeln. Nein. Der Langbogen ist zerbrochen. Was ist das denn? Geht das überhaupt? Gut, Travin versucht sich mal selber dann hier mit einem Paralyl Luft zu verschaffen. Dann hat er den ersten Kultisten. Und der zweite Streich, der folgt so gleich. Jawohl, hat er die beiden mal eben versteinert. So, Eirik stürzt sich auf den verderbten Diener des Namenlosen. Und als Dank zerbricht er hier nochmal das Schwert von Eiriks Großvater. Nein! So, von hinten kommt hier das Boot der Orknase dafür als angeflogen. Und was war das jetzt hier? Das wollte sie nochmal die Waffe zerbrechen. So, jetzt reicht's ihr hier. Und der Priester ist geblendet. Zalib kann sich hier jemand anderem zuwenden. Jawohl, aber das war ein Lauertreffer. Und jetzt hier revanchiert sich Nahimama mit einem Eisenrost und zerbricht ja auch mal. Ach, das muss man direkt. Na dann. Immer feste drauf. Fulminictus. Hat nicht geklappt. Waffe wechseln. Dann nimmt er das normale Schwert hier. So, Travin muss sich hier erstmal orientieren. Erstmal zwischen den Steinstatuen hindurchschlängeln und. So, nimm dies, du verderbter Anhänger des Namenlosen. Und nimm dies. Mit Doppelschlag hier gegen die Priester. Ich find's heiß, wie die beiden Steinstatuen sich hier so, wie die unten Spalier stehen. Sie stehen sich hier einträchtig gegenüber. Herrlich. So. Travin konzentriert sich. Schließlich befürchtet er, dass hier noch eine Begegnung mit dem Hohepriester bevorsteht und ja. Zalib lässt hier weiter. Hä? Achso. Na, dann wird sie nochmal den.
Kultisten blenden. Und ein vergifteter, abgebrochener Rapier fährt in den Leib des geblendeten Kultisten. Na, das war doch eine perfekte Zusammenarbeit der beiden Damen hier. So, Nahema konzentriert sich mal auch. Und hier, Lanje kann erstmal nichts machen. So, und die, das Bruder Orgnase und das Ersatzschwert. Wer will fliehen? Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Tja, so wird das nichts mit dem Aufhalten. Da, zaubern. Kampf. Fulminictus. Nein. Er ist entkommen, verflixt. Puh, das war schon ein härterer Schlagabtausch hier. Die sind doch noch vergiftet, aber doppelt hält besser. So, dann wird hier Zalib den lange gehüteten Zaubertrank mal ihrer Meisterin anbieten. Und sich selber hier mal mit einem starken Heiltrank wappnen. Und Travin genehmigt sich auch nochmal ein Zaubertränkli. Also irgendwie ist die Anzeige jetzt hier verwirrend. So, das ist zerbrochene Rapier, das kommt weg. Gut, was ist jetzt das? Achso, hier, zerbrochener Langbogen. Tja, dann kann so richtig viel kann Nahima jetzt hier nicht mehr ausrichten, ne? Wird hier Travin hier nochmal großmütig sein. Letzten Reservetrank zustecken. Oh. Ihr steht vor einem finsteren Altar, der über und über mit kryptischen Zeichen einer fremden Sprache geschmückt ist. Auf dem Altar befindet sich die Skulptur eines liegenden Mannes. Ohne Gesicht. Wollt ihr den Altar des Namenlosen vernichten? Selbstverständlich. Es dauert eine Weile, bis ihr mit euren improvisierten Werkzeugen das Standbild so weit beschädigt habt, dass sich keine Schriftzeichen mehr erkennen lassen. Dabei fällt euch eine spanngroße schwarze Statuette aus einem Hohlraum entgegen. Wieder das Motiv des gesichtslosen Mannes. Wollt ihr die Statue als Zeichen eures Sieges behalten? Ja. Da ist sie. Lanje entdeckt plötzlich eine Geheimtür in der Wand. Nach kurzer Zeit gelingt es ihr sogar, sie zu öffnen. Und hier sind auch noch... stehen noch jede Menge Statuen und Spalier. Die zerprügeln wir. Hier stehen jetzt vor allen Dingen zwei neue Steinstatuen in Menschengröße. Die werden hier auch, sollen ja auch als Mahnung bestehen bleiben. Frisch aufgestellt von Travin. Und hier ist eine Schatztruhe. Und hier ist noch der Hohepriester. Zur Seite! Nahema stürzt nach vorne. Konzentriert sich. Daniel stürzt zur Seite auf den Kultisten. Und Nahema ist versteinert. Ach du meine Güte. Uiuiuiuiui. Das ist jetzt schon ein heftigerer Rückschlag hier für die Gruppe. Dann stürmt natürlich Zalib nach vorne, um ihre Meisterin zu rächen. Und Eirik kesselt hier den letzten Kultisten ein. Keiner darf entkommen. So, Travin ist jetzt wirklich wütend und schleudert hier wieder einen Fulminictus Richtung des Hohepriesters. So. Und ein vergifteter Wurfstern. Siehste wohl, das hast du davon. Goldschmuck. Krug ist durch. Eine Kristallkugel. Einen roten Schlüssel. 45 Abenteuerpunkte. Nicht schlecht. Und eine Truhe. Wir lieben Truhen. Lobpreisung. Mitgliederliste. Gold. Und eine Tür. Achso, Moment. Zalib muss hier mal alle ihre Kräfte aufwenden. Welcher Held soll Zalib, um ihre Meisterin hier zu entsteinern? Ah, das hat es ja wunderbar geglückt.
mit einem leisen Schnappen, Goldschmuck, Goldschmuck und ein Stirnreif und 250 Dukaten. Mal endlich wieder ein bisschen was hier für unsere Reisekasse. Den Stirnreif wird mal Travin an sich nehmen. So, da haben wir hier schon ganz schön gewütet. Und hier den Hohepriester getötet, den Kristall zerschlagen, den Altar demoliert. Denke mal, das ist kein schlechtes Ergebnis hier von unseren Bemühungen. Wo war man hier noch irgendwie? Achso. Dann möge Travin uns hier wieder sicher hinaus geleiten. Und wir haben ja durchaus noch einiges vor uns. Travin wird jetzt auch nochmal seinen letzten Zaubertrank hier zu sich nehmen. So ein paar versprengte Kultisten sind hier noch zu finden. Also wir können mal davon ausgehen, dass wir dieses Unheiligtum hier ausgeräuchert haben. Ja, das hat doch gesessen. Oh, Nahima hat eine neue Stufe erreicht. Dann haben alle jetzt wahrscheinlich... Moment, eigentlich hatte sie doch weniger Abenteuerpunkte als... Egal. So, also Körperkraft steigern. Und die Goldgier senken. Und 5 Punkte. Das ist doch genau ausreichend, um beides hier auf 40 zu packen. Das ist doch schön. Und nochmal dementsprechend 4 umwandeln. Waffenlos. Schusswaffen, ja. Speere, obwohl sie mit denen gar nicht kämpft. Handwerk. Heilkunde Wunden, ja. Nein. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ein wildes Leben vielleicht noch auf 10. Ja, Tierkunde. Wir hatten ja auch noch einige Begegnungen. Das ist auch gelungen. Schleichen. Schleichen. Und Zechen bei den ganzen Zwangsbesäufnissen hier. Beherrschung brechen. Ja. Böser Blick. Jawohl. Zwingt das auf 10? Na komm. Japp. Böser Blick auf 11. Nö. Acceleratus. Balsam. Klarum. Blitz. Eisenrost. Fulminictus. Scharfes Auge. Amatrutz. Ah, Dunkelheit immer noch nicht benutzt. So. Hä? Wieso hat Nahima denn mehr Abenteuerpunkte auf einmal? Naja, hat sie die jetzt. Hat sie die fürs Versteinert werden bekommen, oder? Mysteriös. Das können wir nicht gebrauchen. Goldschmuck, Goldschmuck. Ah, ein Zaubertrank und ein goldenes Schild. Na, das ist doch wunderbar. Goldene Schilde haben wir sehr gerne. Und den letzten Zaubertrank hier, den schlürft der gierige Travin gleich weg. Ach ne, einen haben wir noch. Den kann dann auch noch wieder Travin an sich nehmen. So, was ist denn hier noch los? Und wir zerkloppen noch ein paar Statuen. Hoppla, da werdet ihr doch fast auf eine Falltruhe getreten. Oh. Und er wäre doch fast nochmal auf einen ordentlichen Trupp. Ah, das soll im Computerkampf gehen. Die sind jetzt hier ja schon nicht mehr so standhaft, weil ihr Hohepriester von uns niedergemacht wurde. Sind die schon in Auflösung begriffen hier. Sind wir noch über einen ganzen Trupp Kultisten auf jeden Fall gestolpert. Und die OH Travin hier
eingezwängt, aber einer will dich aus dem Staub machen. Gut, er entkommt. Ja, das ist ja interessant. Jetzt greift hier Nahima gar nicht mehr in den Kampf ein. Sonst wurde sie immer waffenlos hier vom Computerkampf aktiviert. Das ist merkwürdig. Und noch einen schönen Patzer. Und jetzt ist er gleich weg, ne? Ja, genau. Na toll. Oh, Alrik hat eine neue Stufe erreicht. Körperkraft. Ein letztes Mal. Jawohl. Und Goldgier. Ist auch nicht mehr das oder sein Problem. Und einen schönen Lebensenergiewurf. Ja. Das geht doch. Und noch einmal Schwerter. Komm. Er wird es bald brauchen. Ja. Und musizieren, um sich selbst in Liedern zu verewigen. Ja, sehr schön. Und nochmal ein bisschen Kriegskunst hier. Mittlerweile kennt er sich damit ja auch schon ganz gut aus. Und ein bisschen Betören. Und Akrobatik. Nö. Selbstbeherrschung. Ja. Schwimmen und tanzen. Also ich verstehe hier wirklich nicht so recht die Abenteuer, die Aufteilung, aber das muss ich auch nicht, ne? So, die Helden haben jetzt, glaube ich, hier genug gesehen und werden hier nicht noch den letzten Winkel aufstöbern. Der Hohepriester ist tot, der Altar ist zerschlagen. Das sollte genügen, um das hier auszuräuchern. Ihr verlasst diesen ungemütlichen Ort und setzt erschöpft, aber zufrieden euren Weg nach Lerstal fort. Ja, da sind wir, glaube ich, tatsächlich zufrieden. Nee. Nee, wir wollen hier in die Wirtschaft. Da ist sie. Und werden uns hier nochmal mehrere Tage ausruhen von den Strapazen. Zalib. So, Zalib kann hier nochmal eine Tanele zu sich nehmen. Travin auch nochmal ein Tanelchen. Und jetzt sollten wir, glaube ich, nochmal hier einen Tempel aufsuchen, um den Göttern zu danken für ihre... Na? Für ihren Beistand. Schließlich hat man gesehen, dass die... dass sie keinen Spaß verstanden haben, hier die Kultisten. Aber wir sind siegreich geblieben. Ja, das war die Folge. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.